Einreisechaos am Flughafen Köln-Bonn. Um 23.22 Uhr landet hier die letzte Ryanair-Maschine aus London Stansted. Einige Passagiere hatten erst spät vom Flugstopp aus Großbritannien erfahren. Ich habe es erst heute erfahren und es war so ein bisschen erstmal eine Paniksituation, ob man jetzt überhaupt zurück kann. Aber dann hieß es ja, dass es erst ab 0 Uhr die Regelung in Kraft tritt und es war in Ordnung. Ich habe das erst heute Morgen wirklich erfahren. Erstmal durch dieses Tier 4 jetzt, das in England stattfindet. Und dann wusste ich, dass die deutsche Regierung sich noch Gedanken macht, ob jetzt die Grenzen geschlossen werden oder nicht. Das habe ich mir schon Sorgen gemacht. Hatte aber dann sehr Glück, dass ich sozusagen im letzten Flug gelandet bin. Ich habe mich nicht informiert gefühlt. Ich habe von diesem möglichen Travel Ban erst herausgefunden, als ich im Zug war, zum Flughafen hin. Und dann, als wir gelandet sind, haben wir erst die Info bekommen, dass wir nochmal diese Formulare nochmal schriftlich ausfüllen müssen, obwohl wir das schon online gemacht haben, und dass wir dann noch einen Corona-Test vor Ort halt machen müssen. Bevor die Passagiere gegen 1.30 Uhr den Flieger verlassen dürfen, kommen Bundespolizisten an Bord. Genervt. Also es war erstmal so, man wusste ja, dass man schon die Online-Einreiseanmeldung machen sollte, und die haben die meisten schon gemacht, und dann kam irgendwie ein Polizist an Bord und dann wurde gesagt, wir müssen das alle nochmal ausfüllen und nochmal machen. Die Lage an Bord war schon ein bisschen panisch. Leute haben sich Sorgen gemacht, dass sie doch über die Feiertage nicht nach Hause kommen. Angespannt war die Situation schon. Also man hat schon gemerkt, dass manche keine Lust darauf hatten. Genervt. Alle haben halt gewartet. Wir haben ungefähr 45 Minuten im Flugzeug halt gesessen, obwohl wir schon gelandet sind. Und keiner wusste, was los ist. Dann haben wir im Bus gewartet. Also es war halt nur warten und wir wussten alle nicht, was wir halt machen sollen. Die Beamten selbst sollen widersprüchliche Angaben machen. Also die Stewardessen meinten, dass die deutsche Polizei selber nicht weiß, was sie will wirklich. Und dann bei dem Passportkontrolle, da wurde mir gesagt, dass man das machen muss. So, ja genau, wir müssen alle einen Test machen, das wird uns gesagt. Und wir müssen halt in Quarantäne gehen, bis wir den Test haben, oder halt in 10 Tagen in Quarantäne gehen einfach. Und ich, es war ein bisschen unorganisiert, aber die Informationen waren schon präsent. Und gerade bei der Postkontrolle wurde jeder dazu aufgefordert, direkt hier hinzukommen und sich testen zu lassen und dann im Endeffekt halt auch in 2 Wochen Quarantäne zu gehen. Schließlich dürfen die Passagiere nach und nach in 30er-Gruppen das Flugzeug per Bus verlassen. Zwar sei eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes vor Ort, um Fragen zu beantworten, doch viele davon bleiben offen. Und auch der zuvor angekündigte Pflichttest verläuft ohne wirkliche Kontrolle. Die nächtliche Situation am Flughafen Köln-Bonn lässt sich mit 2 Worten gut zusammenfassen. Riesiges Chaos. Die Polizisten wussten eigentlich selbst nicht so recht, was jetzt die Regeln sind, und alles war etwas widersprüchlich und chaotisch. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.